Das deutsch-französische Jugendwerk hat Geburtstag. Hinter uns liegen 55 Jahre voller Abenteuer, Austausch und Freundschaft. Hier ein kurzer Rückblick. Alles begann am 22. Januar 1963, dem Tag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. Die Bundesrepublik Deutschland unter dem damaligen Kanzler Konrad Adenauer und die Republik Frankreich unter Präsident Charles de Gaulle wollten der sogenannten Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich ein Ende setzen. An die Stelle von Konflikten sollte in Zukunft eine enge Freundschaft beide Länder miteinander verbinden. Kurze Zeit darauf, am 5.7.1963, besiegelten sie in einem zwischenstaatlichen Abkommen die Gründung des DFJW, dem schönsten Kind des Élysée-Vertrags. Oberstes Ziel? Die Bande zwischen der Jugend beider Länder enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Und was eignet sich dazu besser als der Austausch? Nachdem dieser Schritt getan war, hieß es auch schon, ab an die Arbeit. Der DFJW-Hauptsitz in Rhöndorf bei Bonn, dem damaligen Wohnort Konrad Adenauers und die Nebenstelle in Paris wurden im Nu bezogen. Über den Standort in Rhöndorf lässt sich munkeln, dass Konrad Adenauer diesen höchstpersönlich in seiner Heimatstadt ausgesucht habe, da ihm sehr viel am DFJW, dessen Werten und Absichten lag. Es wurde alles daran gelegt, so schnell wie möglich spannende Austauschprogramme auf die Beine zu stellen. So wurden beispielsweise zu Beginn gemeinsame Segelausflüge zwischen deutschen und französischen Jugendlichen organisiert oder Familienaufenthalte ins Nachbarland gefördert. Und mit der Zeit wurde wahr, was man sich so lange erhofft hatte. Die jungen Menschen beider Länder näherten sich einander an. Und dabei hatten sie auch noch eine Menge Spaß, wenn es darum ging, in der Schule die jeweilige Partnersprache zu lernen oder sich in Städtepartnerschaften für die deutsch-französische Freundschaft zu engagieren. Und wie sieht es heute aus? Heute kann das DFJW eine bunte Mischung von Programmen vorweisen, die sich an alle jungen Menschen im Alter von 3 bis 30 Jahren richten. Dazu zählen zum Beispiel die Schulaustauschprogramme Brigitte Sausset und Voltaire, der deutsch-französische Freiwilligendienst, das Netzwerk der Juniorbotschafterinnen und Botschafter oder auch Programme für Lehrkräfte wie der Grundschullehreraustausch. Das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ist und bleibt für den Frieden in Europa unerlässlich. Und gerade weil die deutsch-französischen Jugendbegegnungen ein so großer Erfolg waren, wollte man auch junge Menschen aus anderen europäischen Ländern daran teilhaben lassen. Deshalb wurden 1976 die DFJW-Programme auf Drittländer der Europäischen Gemeinschaft ausgeweitet. Nach dem Fall der Berliner Mauer konnten auch Jugendliche aus der ehemaligen DDR an den Austauschprogrammen teilnehmen. Und seit 1991 schließlich auch junge Menschen aus Ländern Mittel- und Osteuropas. Im Jahr 2000 zog das DFJW von Rhöndorf nach Berlin und der Hauptsitz wurde nach Paris verlegt. Zudem eröffnete das DFJW 2014 eine Zweigstelle in Saarbrücken. Das DFJW heute, das sind fast 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 3 Standorten und fast 7000 Partner und Projektträger. Seit 1963 nahmen über 8,4 Millionen junge Menschen aus Deutschland, Frankreich und Drittländern an über 320.000 Austauschprogrammen und Begegnungen teil. Danke an alle, die bislang dabei waren. Wir freuen uns auf die nächsten 55 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk.